Nein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shoki Manoki Daily. Hör auf zu lachen, du Arschloch. Hier gibt es die geballte Ladung. Anwenderwissen, Angeberwissen. Was labern wir denn heute? Du bist aber echt nur am Schnabbeln. Heutiges Geburtstagskind ist, wer weiß es? Ich weiß es. Ich sag's euch, es ist Lordi. Lordi kennt ihr, oder? Ja? Lordi, Mr. Lordi, das ist der, der mit, oder beziehungsweise der Sänger von der Band Lordi, der hat beim Eurovision Song Contest in 2006 erstmals mit einer Hardrock-Nummer den Preis davongetragen, mit dem Lied Hardrock. Kaffee? Halleluja. Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Und die meisten kennen ihn tatsächlich nur hier mit Schminke und Maske und hin und her, aber ich war ja investigativ unterwegs. Aber weißt du, wie der aussieht? Das würde mich mal interessieren. Ich weiß, wie der aussieht. Du weißt es, dann zeigst du es auch? Ich weiß es, ja. Ich zeig's euch. Ich hab's euch mitgebracht. Und zwar sieht er ungeschminkt. Jetzt kommt irgendeine Scheiße. Pass auf. So aus. Ja, hab ich mir gedacht, dass irgend so ein Rotz kommt. Das ist Conchita Bratwurst! Ich dachte Jagdwurst. So sieht Lordi aus, ohne ja, Schminke. Genau. Ja. Aber untenrum. Ja. Ja, ja. Aber am 15. Februar ist ja heute, ne? Am 15. Februar ist auch, hat die Vogelgrippe Deutschland erreicht. Herzlichen Glückwunsch, auch, Vogelgrippe. Auch 2006, ja, das war ja 2006, hast du gesagt, Lordi hat ja 2006 diese Dinge. Vielleicht hat es ja was mit dem Eurovision Song Contest ja auch zu tun gehabt. Nein. Egal, auf jeden Fall die Vogelgrippe auch Deutschland erreicht. Wolltest du gerade Vögelgrippe sagen? Vögel. Ja. Und auf der Ostinsel Rügen sind da mehrere tote Schwäne mit dem Grippevirus. Wie heißt die Vogelgrippe? H5N8. Ach komm, H5N1 nachgewiesen worden. H5N1. Schauen wir doch nochmal auf unsere. Oh. Ja, das ist aber die Schweinegrippe. Dann hat wohl jemand schlecht recherchiert. Da hat wohl jemand richtig schlecht recherchiert. Ist das ein verkleidetes Schwein, was da liegt? Das ist das ist die Pinguin-Grippe. Grippe, ja. Schweine-Pinguin. Ist doch egal. Die Sau. H5N1 heißt das eigentlich. Aha. Vogelgrippe, ist egal. Also jedenfalls, H2NO ja, ist. Genau. Aber was war noch am 15. Februar? Eine ganze Menge. Wir greifen jetzt mal ein bisschen weiter zurück. Und zwar 1978. Ich weiß, da warst du schon 20. Da war ich ja genau, von wegen. Muhammad Ali wird im Caesars Palace in Las Vegas von dem 24-jährigen Boxer Leon Spinks besiegt. Sag doch mal. Da ist er. Und damit wurde Spinks Schwergewichts-Weltmeister. Der verloren, der. Ja, ja. Muhammad Ali hat da verloren. So. Er hatte auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, hat jede Menge Siege davongetragen. Sowieso der beste, größte Boxer aller Zeiten. Hieß früher Cassius Clay. Genau. Ja, genau. Und ich bin übrigens Mr. King mal auf der Straße begegnet. Ja. Hat er mich umgehauen. Ja, und? Er hat gesagt, ups! Ach, Sie sind's. Ja. Hab's nicht erkannt. Hey, Mr. King. Hey, Mr. King. Ach, Sie sind's. Ja, genau. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Film Prinz aus Zamunda. Yep. Übrigens, das Bild finde ich auch sensationell. Es erinnert mich so ein bisschen an die letzte Szene aus Rocky 2, wo Rocky und Apollo Creed sich einen draufgeben. Die haben in Rocky, wenn du dir mal die ganzen Muhammad Ali Boxkämpfe anschaust, die Originalboxkämpfe, die haben in diesen Rocky-Filmen, diese ganzen Szenen haben die nachgestellt im Prinzip. Stetig. Ja. Also wirklich, das sind ganz viele Szenen. Mit stetig? Wo er da auch, bei Rocky 2 ist es glaube ich auch so, wo er sich da an dem Ring so festhält und dann so mit einer Hand so boxt. Das hat der Muhammad Ali gemacht gegen Joe Frazier irgendwie, glaube ich, oder so sowas. Oh. Ja, kann ich mich gerade aufregen, du hier. Komm mal, haben sie alles geklaut. Ja, haben sie gut gemacht? Aber geklaut, was ist denn da noch passiert? Erzähl am 15. Februar 1987 wurde eine riesige diplomatische Krise zwischen der BRD und im Iran. Warst du schon mal da? In der BRD seit längerer Zeit nicht mehr. Genau, ja. Und dem Iran ausgelöst. Wir senden übrigens live aus Kasachstan. Wieso Kasachstan? Ist doch gar nicht im Iran. Ich habe ein Wort mit nur einem Vokal, mit einer Vokalart gesucht. Stimmt, ja, hat er recht. Ja, jedenfalls, Rudi Carell Show. Wer das noch kennt, Rudi Carell Show. Ja. Das ist ja sozusagen der Vorgänger der Heute-Show heutzutage. Ne? Der Rudi Carell hat damals den Ayatollah Khomeini in Strapsen dargestellt. Also jedenfalls in so einer Bildmontage. Okay. Und das hat so eine Pilotenkrise, sondern eine politische Krise hat das ausgelöst zwischen BRD. Eine diplomatische Krise vielleicht sogar? Diplomatisch sogar. Ja, genau. Sogar. Zwischen BRD und Iran.
krass. Ja. Da kommt ein Holländer. Ein Holländer. Mit seinem Wohnwagen. Ja, und seinen Frichtjes. Ja, nach Deutschland. Nach Deutschland. Ja. Und die Perser kriegen auf den Sack. Und spielen ein bisschen Krieg. So ungefähr. Ja, aber er spielt mit anderen Nationen Krieg. Das ist ja, ja das Geile. Ja, genau. Sagt, ha, ja. Hier hat Deutschland gegen. Ja, der Rudi, der hat es halt drauf gehabt. Muss man ja sagen. Der ist ja leider an Lungenkrebs gestorben, ne? Weil er die ganze Zeit gequarzt hat. Der muss ja permanent geraucht haben. Ja. Unglaublich. Hat er auch. Ja. Ja. Schade, schade. Der hat ja auch den Satz geprägt, bevor man sich was aus den Ärmeln schütteln muss, will, muss man sich erstmal was reintun. Das war's heute wieder. Schoki Banuki, die Daily-Sendung mit der geballten Ladung Know-how und Not-Know-how. Was soll das heißen? Ja, genau, was soll das heißen? Feinfe, morgen geht's weiter. Bis dann. Ciao. Shimreomi Sophie.